Und dann gibt's heute mal wieder ein Auspackvideo. Jawohl. Für jemand, der eigentlich keine Videos machen will, mache ich in letzter Zeit eigentlich relativ viel. Und was gibt's Schönes? Es gibt von Wanhao den Duplicator 7. Nachdem das mit diesem XYZ Noble jetzt hier nicht so gut gelaufen ist und mir der Formlabs einfach zu teuer ist, wollte ich jetzt einfach mal was Günstiges ausprobieren. Und in Sachen günstige Harzdrucker gibt es eigentlich im Moment nichts Preiswerteres als den Wanhao 7. Ob er was taugt? Na, man wird sehen. Wobei das eine Frage ist, habe ich überhaupt genug Durchblick, um zu bewerten, ob das Ding was taugt oder nicht? Naja, schauen wir mal. Bestellt habe ich den beim AliExpress und ich habe ja allgemein keinen großen Bock in China zu bestellen. Und auch dieses Mal war so da echt eine Katastrophe. Das fängt schon mal damit an, dass ich keinen Plan habe, welchen von den 25 unterschiedlichen Duplicator 7 man bei Wanhao tatsächlich bestellen soll. Ich habe dann halt den bestellt, der die kürzeste Lieferzeit hatte und noch einen erträglichen Versandkostenanteil. Das Problem war, dass der ewig als in Bearbeitung dastand oder als Processing und Wanhao eigentlich keinen Bock hatte, den rauszuschicken. Und als ich dann nach ein paar Tagen mal nachgefragt habe, war er dann lang unterwegs, nur keiner hat den Status aktualisiert gehabt. Naja, was soll's. Bezahlt habe ich um die 470 Euro inklusive Versand, dann kam nochmal 90 Euro dazu an Einfuhrumsatzsteuer und Gebühren. Verschickt worden ist er mit UPS. Das ging eigentlich relativ schnell. Hier haben wir einen Ersatz, FEP, FEP, wie auch immer man es aussprechen will, einen Ersatz FEP-Film. So, dann kommt hier das obligatorische Styropor. Und dann haben wir hier schon gleich den Drucker. Kann ich den? Nö, kann ich nicht. Okay. Dann haben wir hier den Deckel für den Drucker. Der Drucker ist auch drin. Er hat einen roten Gummi hier unten dran. Das ist also auch nochmal ein Zeichen für die neueste Version. Wenn man sich so einen Duplicator 7 stellt, achtet unbedingt darauf, dass er die Version 1.4 bestellt und keine älteren. In den älteren Versionen sind angeblich mehrere Mängel dann für die Version 1.4 nachträglich behoben worden. Drum, wer neu kauft, kauft euch gleich die Version 1.4, dann habt ihr alle Verbesserungen schon gleich mit drin und müsst es nicht nachträglich irgendwie reinfummeln. Alles schon wesentlich kleiner als der Noble im Vergleich hier. So, wo habe ich mein Messer hin? Wo ist mein Messer? Wobei man das ja eigentlich auch nicht Messer nennen kann. Messer ist hier. Oh, hallo Hund. Ja, ich weiß, du musst auch helfen. Kein Unboxing ohne Hund. Ja, ist okay. Move, move. Komm mal, move, move. Same, no. Schub. Der zweite, der dicke Hund, der ist leider etwas kamerascheu. Wenn der eine Kamera sieht, ist der nirgends mehr zu sehen. Hätte so wohl.
Oh, come on. Autsch. Das wäre mal ein Kabelbinder für einen Prusa, hm? Dann haben wir hier die Bauplattform. Ja, da geht ja auch schon wieder die Diskussion rum, ob man die hier unten nicht besser plan schleift und den Lack wegmacht. Er ist schon wesentlich kleiner als der Noble. Na, was soll's. Die Dinger sind ja auch nicht dazu da, um große Teile zu drucken. Siff. Seht ihr das? Naja, da sifft es schon etwas in der Gegend rum. Das müsste also das Harzzeug drin sein. Ja, oh Mann, naja. Und was haben wir hier Schönes? Ein Plastikkratzer. Nee. Einmal Schraubenzieher Innensechskant. 2,5 mm. Und was haben wir hier noch? Einmal Stromkabel für EU rein. Blasenfolie. Hier haben wir dann auch schon den Harztank. Warum geht der nicht raus? Ein Harztank, die Folie. Folie ist schon installiert, auch schon gespannt. Der Tank ist aus Metall. Meine Fingerabdrücke und die Fingerabdrücke von jemand anderem sind auch schon drauf. Hier fehlt eine Schraube. Ja, die Schraube fehlt. So, was sehen wir hier? Wir sehen, dass das Display hier mit 3M-Klebeband befestigt ist. Das ist eine Neuerung. Verbinder erscheint mir jetzt aber auch nicht sonderlich. Da werde ich mir Anna einholen, einen anderen. Und oben das neue Anti-Wobbel-Stück, das im Praxistest laut Facebook-Gruppe rein gar nichts bringt, beziehungsweise nicht das, was es soll. Naja, lassen wir uns überraschen. Ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so doof aus. Endstopp. Und ein halbwegs vernünftiges Rail.
Ja, das sieht eigentlich gut aus. Das ist noch so ein Punkt, wo man mal schauen sollte, das ist hier, sitzt der dieser Slider, sitzt der richtig drin oder wackelt der? Wenn der wackelt, kann man sich diesen Halter hier wegmachen und die Rollen innen drin anziehen bzw. justieren und dann wackelt es immer so. Weiteres Kennzeichen für die Version 1.4, er hat keinen Einschaltknopf. Der Einschaltknopf ist jetzt hinten. Weiteres Merkmal, mehr Lüftungslöcher. Einmal Lüfter, zweimal Lüfter. Ja, ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus, da will ich gar nicht meckern. Also so eine rechte Passung hat das nicht, aber das soll ja bloß das Licht raushalten. So, eigentlich ist das Ganze ja recht übersichtlich. Jetzt schauen wir hier mal noch rein. Dem Geschmiere nach zu urteilen, ist es Harz. Welche Farbe dürfte, ist eine Überraschung, die kann man sich leider auch nicht aussuchen. Dann schauen wir mal. Einmal Schraubdeckel. Ein Plastikdeckel. Die Schraube, um das Druckbett an der Halter festzumachen. Einmal schwarzer Plastikbecher. Ist bestimmt zum Resin aus dem Tank irgendwo zwischenlagern. Ja, das kann man brauchen. Zum Auswaschen nehme ich was anderes. Das obligatorische USB-Kabel. Einmal Flasche Kunstharz 250 ml Orange. Und da die Tüte trocken ist. Ah nee, da sieht's. Okay. 250 ml ist jetzt nicht unbedingt viel, da könnte man sich also gleich mal noch eine zweite Flasche bestellen. Wobei das One-Hour-Resin gar nicht mal so toll sein soll. Hier ist nochmal eine zweite Version, eine 3D gedruckte Version für dieses Anti-Wobble-Kit. Warum es da zwei für braucht, weiß ich nicht. Im Grunde braucht man es gar nicht, ist besser, wenn es gar nicht erst drauf kommt. Ein paar Einmalhandschuhe. Noch ein paar Einmalhandschuhe. Einmal HDMI-Kabel. Und die Muttern, um den Tank festzuschrauben. Und das war's. Ja, mehr ist nicht, alles da. Ein selbstgedrucktes Wobble-Kit braucht auch niemand. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr, wenn er dann läuft. Wenn er läuft.